freue mich, euch zwei vorzustellen, der automatisierte Sicherheitsüberprüfung von Software vorstellt für Leute, die überhaupt nichts von Sicherheit verstehen. Hat jetzt die letzten Monate dran gearbeitet und ich freue mich auch über diesen das Thema und ich freue mich darauf, was er uns über dieses Projekt erzählt und darüber, was wir in unseren Projekten, wie wir unsere Projekte sicher machen können. Willkommen für Sai. So. Okay. Ja, okay. Can't really see you guys, ich kann euch nicht wirklich sehen, aber es sieht so aus, als würde es relativ voll geworden sein für einen 2 Uhr Nachmittagstalk für ein bisschen Java. Kurz ein bisschen darüber, wer ich bin. Ich werde euch erklären, wieso und was und wie ihr diese ganze automatisierte Sicherheitstesten durchführen könnt. Es ist nicht unbedingt notwendigerweise in dieser Reihenfolge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr eure Hand hochhalten und vielleicht sehe ich euch, aber wahrscheinlich nicht, also schreit sie einfach. Und ja, ich bin Chris, ich bin ein Systementwickler mit Java hinter Backend-Sachen und Cloud und ich möchte so ein bisschen in Richtung Sicherheit mich weiterentwickeln und ich bin eine Organisatorin der Karlsruhe DevOps. Ich arbeite für Cynix. Wir machen meistens Java-Entwicklungen für unsere Kunden mit deren speziellen Anforderungen. Unser Name ist Code mit Attitude. Wir arbeiten nicht mit Nuklearenergie-Leuten zusammen, wir arbeiten nicht mit Waffenhändlern zusammen und wir machen auch Consulting. Und wenn ihr euch jemals in Süddeutschland seid und nach für einen Job sucht, dann ja. Any questions? No. I got questions. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich habe aber Fragen. Hat irgendjemand von euch arbeitet an einem Softwareprodukt irgendwie involviert? Oh, Überraschung. Es waren ziemlich viele. Uses Java. Wer von euch benutzt Java? Okay. The talk will. Okay. Der Vortrag, also der erste Teil des Vortrags wird hauptsächlich über Maven sein. Ich hoffe, dass es nicht komplett aus den Wolken gegriffen ist für Leute, die damit noch nicht gearbeitet haben, aber es sollte relativ gut selbsterklärbar sein. Wer benutzt Docker oder Kubernetes oder irgendeine andere Container in Produktion? Okay. Who of you scans your software regularly for? Wer scannt eure Software regelmäßig vor Sicherheitsproblemen? Software in production where they know they have known. Wer benutzt Software in Produktionssystemen, wo er wisst, dass es Sicherheitsprobleme gibt? I think we get back to this later on. Okay, vielleicht können wir da später wieder drauf ein. What's the problem? Also, was ist das Problem mit Software-Sicherheitsproblemen? Was ist das Problem mit Software, die nicht nur technische, sondern auch Sicherheitsprobleme haben, wo Menschen einbrechen könnten und schlechte Sachen machen können? Also zum einen könnte man die Daten verlieren, die Konsumerdaten oder die Daten von den Endkonsumenten können auch veröffentlicht werden. Seit 2018 gibt es in Deutschland strengere Richtlinien und viele Firmen haben bisher noch nie darüber nachgedacht, wie man die persönlichen Daten der Konsumenten schützen kann. Und Sicherheitsprobleme könnten auch Service unterbrechen. Wenn der Webserver aus ist, dann kann es immer noch ein Problem werden. Ihr könnt nicht mit euren Kunden interagieren, ihr kriegt kein Geld. Okay. Ihr könntet Industriefunktionen haben, die schief laufen. Wir haben diese kritische Infrastruktur in Deutschland, Kritis. Und das ist Infrastruktur, die dafür für das tägliche Leben benutzt wird, die absolut notwendig ist. Also zum Beispiel Abwassersäuberung und Stromherstellung und Bereitstellung. Vielleicht habt ihr von Todesfällen gehört, die wirklich passiert sind, weil
automated cars. Automatisierte Autos über irgendjemanden gefahren sind, weil sie dachten, hm, vielleicht ist das eher ein Papiertüte, die über die Tasche fliegt. Das ist ein technischer Fehler, aber das könnte auch von einem Hacker benutzt werden, wenn ein automatisiertes Auto ein Sicherheitsproblem hat. Und Menschen haben schon gezeigt, dass man schon über Netzwerk Autos anhalten kann und neu starten kann und so vieles mehr. Hat irgendjemand von euch was von Equifax gehört? Das ist die deutsche, in Deutschland wäre das die Schufa. Sie machen Monitoring für die Leute, wenn man irgendwie einen Kredit beantragt oder wenn man Schwierigkeiten hat, Rechnungen zu bezahlen. Das könnte passieren, wenn du in den USA lebst, dann tauchst du in deren Datenbanken auf. 2017 wurden sie angegriffen von Hackern, die ihren Webserver übernommen haben. Es stellt sich raus, dass die Server zwar gepatcht wurden, es gab einen offiziellen Patch für Stretch für 4 Wochen, aber die Firma Equifax hat das nicht gewusst oder es hat einfach keinen interessiert. Und Leute konnten die Server in die Server eindringen und persönliche Daten abschaufeln. Ich glaube 143 Millionen Sozialversicherungsnummern. Wenn man das amerikanische Sozialversicherungssystem kennt, dann weiß man, das ist eine Nummer, die kriegt man bei Geburt und die kann man niemals wieder ändern. Und wenn du irgendwo anrufst bei ganz vielen verschiedenen Services und du möchtest dein Passwort benutzen, ändern, dann fragen die nach den letzten 4 Stellen deiner SSN und dann kannst du dein Passwort ändern. Das ist also ziemlich schlimm. Außerdem sind ziemlich viele Kreditkartennummern involviert gewesen und naja, ein Haufen anderer Sachen. Verwundbarkeiten können natürlich auch in anderen Plattformen passieren, die man zum Beispiel benutzt, um seinen Server laufen zu lassen. Die Deutschen kennen das vielleicht unter dem Namen Panama Paper oder vielleicht auch jeder. Ich glaube, wir haben dafür keine Zeit, aber die hatten eine schlechte Drupal-Version auf dem Webserver, den sie nicht aktualisiert haben und naja, das war wohl nicht so gut für sie. Okay, warum würde man die Software nicht aktualisieren? Man kann einfach leugnen und das interessiert mich nicht, ich habe nicht die Zeit, das ist nicht die Priorität jetzt gerade. Dein Produktmanager sagt, hey, wir brauchen das Feature. Vielleicht hast du ja Vorurteile, vielleicht musst du ja irgendwie Performance-Tests machen und sagen, ich habe andere Sachen, die sind wichtiger. Vielleicht bist du gar nicht trainiert. Als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren für Sicherheit, da hatte ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich meine, ich habe das jetzt schon 2 Jahre gemacht und ich habe nicht das Gefühl, ein Experte zu sein in Software Security. Ich bin eher so der durchschnittliche Mittelwissen-Mensch. Vielleicht fehlen einem Informationen oder man kann einfach sagen, Security ist nicht meine Angelegenheit. Sicherheit ist nicht das, was ich mache. Ich bin Softwareentwickler und die Firma hat ein Security-Team und ein Test-Team für Ingenieurstests und auch für Security-Tests, Sicherheitstests und das sind dann vielleicht die Leute und nicht ich. Ich weiß auch nicht. Okay, um all diese Probleme anzugehen, da gibt es diese Open Web Application Security Project. Das ist, glaube ich, eine Non-Profit-Organisation. Sie sagen dir eine Liste mit den Top 10 Sicherheitslücken. Ich glaube, das letzte Mal 2017. Und was wir versuchen heute zu machen, ist, die ersten 9. Es geht darum, Komponenten zu benutzen, von denen man von Schwachstellen schon weiß. Das ist irgendwie, jemand hat eine Verwunderung gefunden, zum Beispiel Struts, und dann wird es berichtet an zum Beispiel Apache oder das Struts-Projekt. Der Report ist öffentlich einsehbar, so jeder kann es sehen, jeder kann einen Scanner dafür schreiben. Du kommst vielleicht auf die Idee zu fragen, warum sollten wir mit der 9 anfangen und nicht mit den Top 1 Problemen. Du kannst alle Top 8 Probleme haben und ganz viele mehr innerhalb von Drittpartei-Bibliotheken, die du einfach benutzt und ja,
wir suchen uns jetzt einfach den leichtesten Weg raus, dieses Problem Sicherheit anzugehen. Und außerdem können wir davon eine ganze Menge lernen. So what can we do? Okay, was können wir tun, um Sicherheitsproblematiken anzugehen? Wir können natürlich bekannte Schwachstellen suchen. Es gibt öffentliche Datenbanken, wo jeder, also auch die Bösen, aber auch die Guten, nachschauen können, welche Verwundbarkeiten existieren, ob man die ausbessern kann, was man tun muss, damit man, zu welcher Mission man patchen soll. Das ist technischerweise ziemlich einfach, weil es dafür Werkzeuge gibt. Wir müssen nur einen Prozess implementieren, der das irgendwie wirklich hinkriegt. Also du hast eine Schwachstelle gefunden, aber jetzt brauchst du die Zeit, das zu fixen. Du hast deine Prioritäten, du hast Feature, einen Haufen anderer Sachen, die du adressieren musst. Und du brauchst einen Weg, wer, wann, wo, wie die verwundbare Software aktualisiert. Und ich glaube, das ist für Firmen das Schwierigste. Der schwierigste Teil. Persönlich würde ich Sicherheitsfeature betrachten als technische Sachen. Wenn du Sicherheitslücken hast, dann wird jeder Patch und jede Erweiterung sehr viel schwerer sein. Es wird neue Sicherheitsprobleme geben. Jeder, der es schon mal ausprobiert hat, der weiß es. Wenn man wochenlang wartet für Patches, wegen Technik oder auch Softwareverwundbarkeit. Das wird unfassbar viel schwerer, die Software zu aktualisieren und nachher die Probleme zu lösen. Ich glaube, das Beste ist, alles immer automatisieren. Es ist Montagmorgen, 10 Uhr am Morgen und ich möchte nicht einen Verwundbarkeitstest laufen lassen. Nein, der sollte automatisch laufen. Es ist genau das Gleiche wie mit Unit-Tests und Integration-Tests und Performance-Tests. Es gibt Software, die verändert sich. Es sollte automatisch gebaut werden, automatisch getestet werden und automatisch nach Sicherheitsproblemen durchsucht werden. Okay. Lass uns mal anschauen, wie wir Sicherheitslücken in den von anderen bereitgestellten Bibliotheken uns anschauen könnt. Ich hoffe, wenn ihr Java und Maven noch nicht benutzt habt, dann versteht ihr das trotzdem. Wir werden nach Docker-Image-Komponenten anschauen. Das heißt zum Beispiel, Drupal könnte ein Element von einem Docker sein, wo man seine eigene Webseite hinzufügt. Und wenn wir Zeit haben, können wir auch eine Webanwendung, die API, hinterher nochmal anschauen. So, zuallererst, wir wollen es automatisieren. Das heißt, ich zeige euch jetzt etwas, wie zum Beispiel in einer Continuous Integrations, aber Werkzeug sein kann. Vielleicht hat jeder oder jeder Java-Entwickler sollte das ja schon mal benutzt haben. Das hier sind die unterschiedlichen Komponenten, die notwendig sind für moderne Softwareentwicklung. Wir wollen Unit-Tests machen, wir wollen neue Software-Pakete erstellen, wir wollen das Ergebnis hochladen, wir wollen ein Docker-Build bauen, wenn wir Docker benutzen, und dann das Docker-Bild hochschieben oder pushen, damit es automatisiert installiert werden kann. Das ist ein Demo-Projekt. Normalerweise würde man mehr Tests hinzufügen und vielleicht starten wir das automatisch auf Testsystem in diesem automatisierten Werkzeug. Also wir könnten zusätzliche Schritte hinzufügen, um die Sicherheitsscan zu erhöhen. Ich habe hier drei zusätzliche Demo-Schritte hinzugefügt. Das eine ist ein Dependency-Check, also ein Abhängigkeits-Check, ein Container-Sicherheits-Check und dann zuletzt ein API, also Programmier-Interface-Sicherheits-Check. Es könnte aber auch so aussehen. Gelb bedeutet in der Regel in Jenkins, dass der Bauvorgang instabil ist. Das heißt, es baut und es gibt nichts Großes, was kaputt ist, aber es ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Man soll sich das Ganze nochmal anschauen. Wir schauen uns das später genauer an. Die Software sollte immer durchlaufen und immer bauen. Es gibt Menschen, die sagen, wenn man schlechte Tests hat oder Sicherheitslücken, dann ist es also ein bisschen problematisch. Vielleicht muss man zwei Sicherheitslücken auf einmal fixen und
man kann nicht beide gleichzeitig machen. Manchmal eine davon hat einen Patch, aber man möchte trotzdem die andere Sicherheitslücke fixen. Dann muss es immer noch durchlaufen. In meiner Meinung sollte das eine Warnung geben, dass das Build nicht, also die Pipeline nicht vollständig durchgelaufen ist, zum Beispiel durch dass man es unstable deklariert. Und die Teams, mit denen ich normalerweise zusammenarbeite, haben wir große Dashboards und Anzeigen für unsere Prozesse, für unsere Entwicklungsprozesse, und wir haben quasi eine Ampel, was darauf angezeigt wird. Man sieht anhand der Farbe, ob der aktuellsten Softwareversion ordentlich gebaut wurde oder ordentlich kompiliert wurde, und wir sehen visuell, ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Das heißt, man muss nicht manuell hingehen und jeden Kompiliervorgang anschauen, aber man kriegt ein visuelles Zeichen, wenn was schiefgelaufen ist. Und dann muss man diesen Prozess implementieren, wie man dann das Problem wirklich fixt. So, was ist eine Sicherheitslücke? Es gibt eine Wikipedia-Definition, die jetzt auf Englisch vorgelesen wurde. Aber so, im Endeffekt ist, es kann sein, dass etwas passiert ist, das vielleicht sogar öffentlich bekannt ist, weil es von einer anderen Quelle kommt. Und jetzt die Frage, woher könnten wir das wissen? Es gibt eine öffentliche oder mehrere Referenzdatenbanken, die bekannte Sicherheitslücken auflisten. Oder eine CVE, eine Common Vulnerability Veröffentlichung, ist eine Erklärung für eine Sicherheitslücke. Also jetzt schauen wir uns mal das Equifax-Beispiel an mit Struts. Und hier sehen wir, dass es die Erklärung von der Sicherheitslücke für Apache Struts. Links, unten links, sehen wir eine Basis-Score. Muss kein Sicherheitsexperte sein, dass, wenn da jetzt Critical steht, dass man das vielleicht sich anschauen soll oder was machen muss. Man sieht ein paar zusätzliche Informationen, was jetzt das wirkliche Problem in dieser Struts-Version ist. Da ein spezielles Paket, was man hinsenden kann, um Quellcode auf der Webserver eines anderen Personen ausführen kann. Es gibt noch ein paar Zusatzwerte und viele Informationen, die man eigentlich so in der allerersten Stelle nicht dringend braucht. Es sind mehr so tiefere Informationen, die später benötigt werden. Okay. Ich werde jetzt mal schnell zu Maven und den Abhängigkeiten springen. Hier können wir sehen, wie Maven-Abhängigkeiten in einer modernen Java-Anwendung funktionieren oder wie die aussehen. Ich habe hier ein automatisch generiertes Maven-Projekt, und ich habe ein paar Abhängigkeiten und dritte Parteien, öffentliche Bibliotheken hinzugefügt. Und das sind so die Minimalanforderungen an eine Java Spring Boot Applikation, die einen Webservice anbietet. Also wir haben hier diesen Spring Boot Start Software, das ist eine Umgebung, die auf Java läuft und die viele Sachen für einen erledigt. Das heißt, du musst viele Sachen nicht selber programmieren, sondern musst hauptsächlich darüber nachdenken, was es wirklich tun soll. Das ist das am häufigsten benutzte Java-Framework aktuell. Man kann diese Starter-Software hinzufügen, die gewisse Funktionalität mit hinzufügen. Zum Beispiel, wir machen eine API, das heißt, wir müssen sie absichern. Das heißt, wir brauchen einen Starter für Sicherheit. Die Authentifikation und macht, dass wir einfach kleine Bestandteile hinzufügen müssen, und der ganze Rest wird ordentlich gesichert werden. Wir brauchen eine API, das heißt, wir brauchen einen Webstarter, um einen Webserver zu starten oder Webserver zu haben. Actuator kann Laufzeitinformationen zurückgeben. Man kann sehen, wie
necessary if you want to monitor. Wie gut die Software läuft. Das ist notwendig, wenn wir später uns anschauen müssen, wie es funktioniert. Das hier ist ein Test-Scope, das heißt, es läuft nicht in der Produktionsversion. Hier können wir die Spring Boot Framework testen und auch diese Sicherheitsoptionen, die da mitgekommen sind. Man muss nicht alle Teile davon verstehen, ein Java-Entwickler zu werden, um das zu benutzen, weil die meisten Software, die ein Abhängigkeitsmanagement-System haben, kann man sowas benutzen. Und hier unten haben wir die Sicherheitslücke oder die unsichere Java Struts-Version oder Apache Struts-Version, die wir uns dann anschauen wollen. Das Problem hier ist, dass diese 6 oder 7 Abhängigkeiten, man sieht sie links und sie führen dazu, dass es 80 weitere Abhängigkeiten gibt, nur für die. Das sind indirekte Abhängigkeiten und jede Abhängigkeit bringt mehr Bibliotheken, die benötigt werden und die bringen weitere Bibliotheken und das wird zu einem großen, aufgeblasenen Bibliothek. Depending on what you're actually using. Spring Boot is very, very well-maintained. Spring Boot ist sehr gut, hat eine schnelle Antwortzeiten, wenn sie eine Sicherheitslücke finden. Wir haben 6 Maven-Abhängigkeiten und wir können das auf GitHub finden und da werden wir später drüber reden. Wir haben auch um die 70 indirekte Abhängigkeiten, also da gibt es eine ganze Menge Verwundbarkeiten und du möchtest auf jeden Fall mindestens die patchen, die öffentlich bekannt sind, dass sie Schwachstellen haben. Also es geht hier wirklich um die niedrig hängenden Früchte, jeder kann das finden und du solltest es auch schaffen. Was können wir tun, um verwundbare Abhängigkeiten zu finden? Da gibt es Werkzeuge und das ist ein richtig großer Hype in der Softwareindustrie. Es gibt einen Haufen Hersteller und Produkte dafür, GitHub. Ich bin nicht wirklich dafür, Sachen zu bewerben, die man bezahlen muss, aber GitHub macht das für öffentliche Open-Source-Software. Also wenn du der Owner bist von GitHub, dann wirst du mitbekommen, wenn GitHub eine Verwundbarkeit in deinem Abhängigkeitssystem findet, wenn du einen der großen Programmier-Frameworks benutzt. Und sie werden dir einen Alarm anzeigen und du die richtigen Notifications hast, dann kriegst du sogar eine E-Mail dafür. Das ist ziemlich gut. Und vor ein paar Monaten haben sie auch noch ein System dazu gebaut, das deine Verwundbarkeiten patchen oder deine Drittbibliotheken patchen kann. Und naja, jetzt fragt man sich, wenn der Owner eine dieser Probleme sieht, dann ist es okay, dann sieht es niemand außer der Owner, aber wenn jemand dein Repository forkt, dann kann er plötzlich auch die Sache, da kriegt er die Nachrichten und das wird dann vielleicht problematisch, weil er das ja dann mitbekommt. Für die Demo und für den ganzen Vortrag benutze ich Dependency Check, weil das ein Open Source Tool ist, Werkzeug. In einem Open Web Application Sicherheitsprojekt, wenn man Geld spendet, dann manche erlauben Maintainer von Dependency Check, die Software besser zu machen. Wenn du sie was fragst, dann reagieren sie sehr schnell. Das ist klasse. Okay, wie funktioniert das? Es gibt diese Datenbank, die von einem amerikanischen Regierungsorganisation betrieben wird. Da kannst du die CVE-Daten herbekommen. Also die Datenbank mit den tatsächlichen Verwundbarkeiten, mit den Beschreibungen, mit dem Scoring, den Werten. Und dann kannst du einen Abhängigkeitscheck Überprüfung machen. Im Maven kannst du es natürlich auch in den Docker machen, wenn du Maven nicht benutzt. Du kannst ein Kommandozeilen-Tool benutzen, um deine Software zu testen. Ich denke, für Maven oder Cradle macht dasselbe für Java. Für solche Software ist es sehr einfach, es auf diese Art und Weise zu nutzen, aber es kommt echt drauf an, wie es dir passt, weil du sollst es testen und es ist nicht unbedingt wichtig, wie. Okay, let's just see how this works out. Okay, lass uns mal anschauen, wie das funktioniert. Okay. For the guys who know Java and Maven, für die Leute, die Java und Maven kennen, ich habe ein Maven
Projekt programmiert für hier und wir laufen diesen Test durch und es dauert ein paar Sekunden. Im Demo-Repo gibt es kein automatisches Update. Wenn man das jetzt laufen lässt und man hat es noch nie gemacht, Abhängigkeitsüberprüfung, dann wird man gefragt, die Datenbank zu aktualisieren vorneweg. Okay, da gibt es ein paar Verwundbarkeiten, also wir sind ein bisschen kaputt. Das wird also Exit Code 1 zurückgeben und alles, was nicht 0 ist, ist ein Problem, ist schlecht. Hier kann man die Verwundbarkeiten sehen, die gefunden worden sind. Wir haben irgendwie JSON Databind Datenbindung. Kann man das hinten lesen? Bitte mal Daumen hoch oder runter. It's a JSON parser. Das ist ein JSON Parser, den man benutzen kann in einer Anwendung. Es ist ziemlich bekannt und ist einer dieser indirekten Abhängigkeiten. Ich habe den nicht wirklich da reingepackt, also nicht bewusst, aber eine der Spring Boot Abhängigkeiten hat das mitgebracht. Und das ist eine echte Verwundbarkeit, eine echte Sicherheitslücke. Es gibt ein Patch dafür in 2.9.9.1 Hotfix, aber die Spring Boot Version, die diese Abhängigkeit mit sich bringt, hat das noch nicht als Upgrade erhalten. Das ist also, wenn man einen Prozess hat, diese Sachen zu fixen, dann könnte man das manuell aktualisieren zu Version 2.9.1 und dann würde das funktionieren. Wenn wir später Zeit haben oder wenn ihr morgen zum Workshop kommt, dann können wir damit ein bisschen rumspielen. Da gibt es Spring Security Core. Das ist ein falscher Alarm. Da gab es irgendwie in Version 5.0 irgendein Problem und es wurde auch gefixt, aber es ist irgendwie immer noch in der Verwundbarkeitsdatenbank. Und deswegen sagen sie, das wäre ein Problem, aber das ist eigentlich nicht mehr der Fall. Es geht um Authentifizierung, Autorisierungskram. Wenn das immer noch ein Problem wäre und du würdest Autorisierung darüber nutzen und du würdest so Autorisierungssachen in Java benutzen, dann solltest du das aktualisieren. Und dann gibt es natürlich die Struts-Verwundbarkeit. Das sind 10 wirklich alte, aus 2017 kommende Sicherheitslücken. Und Common File Upload ist auch etwas, was mit Struts herkommt. Das wird jetzt nicht Fokus sein. Das Coole an Abhängigkeitsüberprüfung ist, oh, ich habe vergessen, die Anwendung an sich macht nichts. Die macht noch nicht mal Hallo Welt. Das ist, was du kriegst. Wenn du diese Abhängigkeiten einbindest, dann kriegst du das und das. Du kriegst einen Login-Screen im Server und du kannst dich aber niemals anloggen, weil wir haben gar keine Nutzerdaten. Okay. Abhängigkeitsüberprüfung gibt dir nicht nur die Kommandozeilenreferenzen, sondern generiert auch einen HTML-Report, den du benutzen kannst für andere Sachen. Und wenn man für das Struts-Problem sucht, dann findet man hier eine Beschreibung, was eigentlich das wirkliche Problem ist. Das ist jetzt gepasst für Struts. Und hier gibt es mehr Informationen, was eigentlich gerade abgeht, was passiert. Die haben eine Liste mit allen Sicherheitslücken, die gefunden wurden. Da gibt es eine sehr gute Beschreibung, was eigentlich wirklich gerade passiert hier und eine Wertung. Hier kann man übrigens lernen, nur wenn man diese Abhängigkeitsüberprüfung nutzt und diesen Report anguckt, dann wirst du verwundbare Drittpartei-Bibliotheken finden und die Bibliothek wird dich auch noch warnen, was potenziell passieren kann. Manchmal gibt es sogar einen Link zur Exploit-Datenbank. So, Exploit. Exploitable ist der ganz große, der kritische 10.0 Parser, die Schwachstelle, die ich vorher schon erwähnt hatte. Man kann auch funktionierende Exploits finden, die man testen kann, zum Beispiel auf deinem eigenen Server, bitte. Nur auf eurem eigenen, nicht auf anderen Leuten Server. Das ist ein sehr, sehr guter Weg, um Schwachstellen kennenzulernen, wenn du keine Ahnung hast, wie groß das Problem ist, dann schau in den Report, guck nach Exploit-DBs oder anderen Beschreibungen und manche von denen sind sehr, sehr hilfreich, das Verständnis für die Situation zu verbessern.
Eine weitere Sache, der Bericht lässt dich auch hat vorbereitete XML-Statements, um False Positives zu whitelisten, also dass man sie erlauben kann. Spring Security. Hier, da ist es doch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das whitelisten wollen, weil wir uns darüber nachgelesen haben, wir haben Berichte gelesen, dass das ein falscher Alarm ist, dann können wir hier den Suppression, Unterdrückungsknopf drücken. Und wenn das jetzt funktioniert, dann gibt es XML-Datenschnipsel, den wir für unser Konfigurationsfile benutzen können. Dann können wir das kopieren und hinzufügen. Ich glaube, ich habe es irgendwo aufgemacht in dieses Unterdrückungsfile, Suppression-File, unsere Java-File. Da können wir das hinzufügen. Suppressed here. Und ja. So this one. Genau um diese Verwundbarkeit geht. Ich habe die jetzt unterdrückt und jetzt taucht sie nicht mehr auf, weil die Abhängigkeitsüberprüfung das jetzt auf eine positive Liste gesetzt hat. Or somehow I miss. Okay, irgendwie habe ich jetzt was übersehen, aber ich habe nicht aktualisiert. Dependency Check Plugin earlier. Das Dependency Check Plugin habe ich nicht aktualisiert vor dem Talk und jetzt ist irgendwas in der XML-Beschreibung anders geworden. Also jetzt müsst ihr mir einfach vertrauen, dass das normalerweise funktionieren würde. Okay. Lass uns weitermachen mit anderen spannenden Sachen. Okay. Ihr könnt auch das, den Output benutzen, um in anderen Werkzeugen zu benutzen. Also zum Beispiel hier Sonar in Code-Qualitätswerkzeug, das einem Richtungen ansehen kann. Aber dafür haben wir keine Zeit. Also Docker. Wer hat seine Docker-Container nach Sicherheitslücken untersucht? Drei Menschen. Okay. Docker. Ihr benutzt Docker, also ihr wisst, wie es funktioniert. Ihr habt einen Container oder eine Softwarebeschreibung, die ihr irgendwo im Internet habt. Ihr ladet ihn herunter. Das ist der moderne Weg, wie man Software ausführt. Und es ist ein Scanner, der heißt Claire, der gehört zu CoreOS, inzwischen gehört er zu Red Hat und IBM. Die machen Container-Dinger und Kubernetes-Dinger und sie brauchten irgendwie so ein Container-Scanning-Werkzeug und es funktioniert ähnlich. Sie fragen auch die NIST-Datenbank von diesen Sicherheits-CVE an. Haben lokale Software, die sie da laufen lassen und wir haben einen Client, der die Docker-Container das hinzufügt und die scannen die ganzen Schichten, die Docker-Schichten und sagen, was das Problem ist. Also, ich habe hier einen Claire-Server schon mal gestartet und eine Claire-Datenbank. Normalerweise möchte man diese Server irgendwo in der Infrastruktur laufen lassen. Und ich habe hier diese Anwendung paketiert in einen Container. Also diese Maven-Anwendung, die wir Beispielsanwendung. Und ich habe ein einfaches Java-Image für Java 8. Das ist eines der offiziellen Images vom OpenJDK. Und jetzt lassen wir mal schauen, was damit passiert. Das dauert ein paar Sekunden. And we're pretty late, so we'll just go. Es ist ziemlich spät und sieht ziemlich viel Rotes und ich habe es hier früher schon mal gelaufen lassen und man sieht hier unten, dass das Image, dass das Bild 96 Images hat, Sicherheitsfehler hat. Aber das sind alle im Basis-Image. Das sind keine Probleme die in unserer Anwendung sind, sondern die sind einfach da, wenn man ein OpenJDK-Image herunterlädt. Zum Beispiel glibc ist hier und Utilinux und
Also whitelist false positives. Man kann auch false positives whitelisten oder man kann eine Liste erstellen von Software, wo man sagt, hey, das gehört, ist für unsere Software irrelevant. Also zum Beispiel, wenn man ein Problem mit dem SSH-Daemon hat, dann könnte jemand vielleicht in den einbauen, in den Server einbrechen. Aber vielleicht macht man einfach den Port zu und dann ist es einfach nicht mehr relevant. Und dann kann man sich hier Grenzen definieren, wo man sagt zum Beispiel, hey, vielleicht sollten wir uns nur kritische und hohe oder mittelige Mittelsachen anschauen und nicht die ganzen vielen kleinen. Und das Ganze in einer Continuous Integration System zu haben, braucht man vielleicht noch ein bisschen weitere Werkzeuge. Normalerweise, wenn man moderne Bildwerkzeuge benutzt, GitHub, CI und so weiter, dann wird man potenziell nicht die Zeit zu haben, die ganze Infrastruktur aufzubauen. Und manchmal möchte man keinen Erklärserver laufen lassen, den man die ganze Zeit laufen hat. Und vielleicht möchte man nicht noch eine Datenbank administrieren. Und was man innerhalb von den Continuous Integration Werkzeugen machen kann, bevor der Scan wirklich durchläuft, kann man einen Datenbank-Container starten und einen Clear-Scanner-Container starten unter Armin C. Something. Ich habe einen französischen Namen und ich kann ihn nicht aussprechen. Man kann die Repos auf GitHub finden. Der hat diese Lösung erstellt. Bevor man den Scan startet man diese Docker-Container und nach dem Scan fährt man sie einfach wieder runter oder stoppt sie. Und ich habe sie offiziell auf meiner Maschine gerade gestartet, das heißt, nach dem Scannen werde ich sie einfach anhalten. Das Demo-Repo beinhaltet diese Jenkins-Datei, das heißt, wenn man Jenkins benutzt, dann kann man diese ganzen Werkzeuge auch benutzen, diese Tests auch benutzen. Mal vielleicht ein bisschen rumschauen, wie das Jenkins so genau macht und mit den Rechten, die Benutzer haben und so weiter. Es gibt auch öffentliche Repositories, die diesen Scan für einen machen. Zum Beispiel Quay ist eine Alternative für Docker Hub. Das heißt, man kann sein Repository auf Quay haben und sie scannen es für einen. GitHub oder beziehungsweise GitLab hat auch so einen Service oder eine Methode, wie man die Container scannen lässt und geben einen Hinweis, was schon kaputt sein könnte. Und ich glaube, wir haben noch kurze Zeit, um einen kurzen API-Scan durchzuführen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe diese Anwendung auf meiner lokalen Maschine gestartet und ich könnte jetzt ein Zap. I'm out of time. Die Zeit. Okay. So, let's start over. Sorry. Nochmal von vorne. Und wir können jetzt ein anderes Werkzeug von OWASP, Zap Attacks Angriffsproxy, wo die automatisch gescannt wird, um Sicherheitslücken zu finden, die dort vorhanden sind. Zum Beispiel Sachen, wo eine SQL-Injection möglich ist oder Cross-Site-Scripting. Und das ist jetzt nicht so relevant. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir nutzen wieder Docker. Weil wir Docker mögen und Container mögen und wir können jetzt einen Docker-Container herunterladen, der von Ihnen veröffentlicht wird, wo der Scanner schon drin ist, und dann kann man ihn einfach gegen die Webseite laufen lassen. Und ich werde das Ergebnis kurz zeigen, was davon erstellt wird. Und ich habe das diese Software schon vorher mal überprüft. Und das ist das Coole von diesem Werkzeug. Das ist auch eine große Erklärung, was die Sicherheitslücke wirklich ist. Also, ich weiß gar nicht, was die X-Frame Machine Option Header ist. Weiß das jemand von euch? Zwei Menschen, oh, sehr gut. In der Lösung ist immer eine Erklärung, was das wirkliche Problem ist und was man machen kann, um es zu reparieren. Es gibt noch ein paar Referenzen, wo eine Erklärung dafür ist und wo man weitere Optionen oder Lösungsoptionen finden kann. I will run one more
Also ein weiterer Angriff. Yeah, this also takes some time. Das dauert auch eine Weile, also habe ich das schon mal vorher für euch gemacht. Und wenn man das Ganze gegen die Cynic-Seite laufen lässt, benutzen zwischen WordPress, das heißt, wir finden sehr viele Warnings, die potenziell kritisch sein können. Wir haben eine Firma, die die Seite für uns macht, und vielleicht sollten wir denen mal darüber reden. Das hier ist einfach nur eine Spider, also ein Webscanner. Der geht zu einer Startseite. Somewhere there. Cynix.de hier unten ist konfiguriert. Und das fängt bei dieser Seite an. Und es wird alle Links, die da drauf sind, ausprobieren, wird tiefer und tiefer in die Webseite gehen, die da zur Verfügung gestellt wird. Kann auch eine API, OpenAPI-Spezifikation hinzufügen. Wenn man selber eine Webseite hat, dann weiß man in der Regel, was für Endpoints sind. Das heißt, man könnte das generieren, zum Beispiel mit Swagger. Let's say you have like three endpoints. Das heißt, wenn man drei Endpoints hat, zum Beispiel Login, vielleicht ein Shop und eine Webseite oder sowas, dann könnte man dem Werkzeug sagen, hey, hier sind die APIs und diese URLs, mit denen ihr das benutzen könnt. Das heißt, es würde viel Zeit sparen. Je länger es läuft, desto mehr kann es auch finden. Okay. Okay. I'm a little sorry that I had. Leider habe ich jetzt nicht wirklich Zeit, mir leid. Wenn ihr es euch genauer anschauen wollt, dann werden Daniel und ich einen zweistündigen Workshop anbieten, wo wir weitere Benutzungsaspekte von den Werkzeugen zeigen, und vielleicht könnt ihr es auch ausprobieren. Morgen, ich glaube, es ist irgendwie 3.15 Uhr am Nachmittag, ist es ein paar Mal verschoben worden, und das heißt, ihr solltet euch nochmal bei dem anschauen. Wenn ihr nicht hinkommt, dann könnt ihr bei unserem Village vorbeikommen und dort nochmal die Fragen stellen. Ja. Normalerweise würde ich am Ende sagen, wie man darauf reagieren soll, was der Prozess, was kann man denn jetzt machen? Vielleicht noch einen Satz darüber: in meinem aktuellen Team, wenn eine Sicherheitslücke gefunden wird, dann ist der Ersteller des aktuellen Pull-Requests dafür verantwortlich, dass so schnell wie möglich gefixt wird. Wir haben eine Policy, die sagt, keine Sicherheitslücken. Das ist alles, was gefunden wird, muss sofort repariert oder abgesichert werden. Wenn wir etwas finden in unserem Produktionscode, dann haben wir einen Job, der das jede Nacht überprüft, und der Erste, der am Morgen kommt oder derjenige, der auf Abruf da ist, muss sich das mindestens mal anschauen. Sie können aber auch herausfinden, dass ein False Positive und das einfach unterdrücken wird. Sie können herausfinden, dass es eine riesige, schlimme Möglichkeit ist, um das gesamte Netzwerk herunterzubrechen. Das heißt, vielleicht muss das sofort gefixt werden. Aber das ist, was ihr genau macht, müsst ihr selber entscheiden. Und das ist das interessanteste Teil für eine Firma und für ein Entwicklungsteam. Vielen Dank. Und auch vielen Dank fürs Zuhören aus der Übersetzerkabine. Wir sind Franz T. und Mr. Browns. Es gibt ein paar Minuten Restzeit für Fragen. Also wer Fragen hat, bitte an die Mikros. Ask your question. Und dann einfach die Frage stellen. Alright, I don't see any questions. Okay, es scheint keine Fragen für den Moment zu geben. Oh, well, there is one. Ah, okay, da kommt einer. Ja, bitte? Hi. Thank you for the talk. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist, wie man mit den falsch positiven Ergebnissen umgeht. Du hast ein Beispiel gezeigt. Zum Beispiel, wenn man Zap benutzt, dann kriegt man viele falsche positive. Und manchmal ist es ziemlich kompliziert, wenn es Zeug in Bibliotheken ist, die man nicht mal benutzt.
zum Beispiel wenn man APIs benutzt, die gar nicht verwundbar sind. Wenn ich jetzt mit Entwicklungsteams gesprochen habe, dann reden die meistens darum, Ausnahmen zu behandeln. Hast du eine generelle Empfehlung oder hast du Erfahrungen, die du gerne teilen möchtest diesbezüglich? Especially in dynamic scanning. Insbesondere bei dynamischem Scannen, bei URLs, APIs oder Webservern, ist es echt zeitaufwendig. Ich kann vielleicht ein Beispiel teilen, das ich in einem Team bei einem Freund von mir gesehen habe. Die haben API-Tests jede Nacht und als sie angefangen haben, haben sie sich ein paar Tage hingesetzt und weil sie eine sehr, sehr große Anwendung haben, die über Jahre gewachsen ist, ganz, ganz große API. Und die haben das durchscannen lassen mit dem Open API-Spezifikation, die sie vorher generiert haben, haben sie die App gescannt und sie haben jede einzelne Verwundbarkeit überprüft und die ausgespuckt wurde. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die du das machen kannst. Du musst dir die Zeit nehmen und alle durchlaufen lassen. Entschuldigung, wenn du keine neuen, null neue Verwundbarkeiten hast, die sich lohnen zu fixen, dann kannst du zum Beispiel eine wöchentliche oder nächtliche Aufgabe machen, die immer die API überprüft, ob etwas Neues da ist. Und wenn etwas Neues da ist, dann musst du das eben entsprechend deiner Richtlinien bearbeiten. Aber ich glaube, es gibt keinen guten Weg, das anders zu machen. Aber natürlich, man kann immer gucken, wenn man Bibliotheken hat, die Verwundbarkeiten mit sich bringen und man die nicht unbedingt braucht, dann, ich würde sagen, wenn du es nicht brauchst, dann schmeiß den Code raus, lösch ihn. Schmeiß die APIs raus, die du nicht brauchst. Das ist, wenn du neu bist, dann solltest du immer mit deinem Sicherheitsteam reden oder wenn du nicht sicher bist, mit dem Netzwerkteam oder wenn du das Netzwerkteam selber bist, dann solltest du über deine Firewall-Regeln nachdenken und sowas. Aber man sollte jede Verwundbarkeit, die man findet, angehen. Das tut weh, ja. Okay, eine letzte Frage von hinten. Danke für den Vortrag. Hast du Erfahrung mit CrawlVM oder Quarkus? Wenn man all das Zeug in den Containern hat, dann ist man schnell durcheinander und nur die wahren Notwendigkeiten rauszufinden, könnte natürlich schwer sein. Also man will ja dann vielleicht nicht nur Bare Code Container ohne Betriebssystem. Also als generelle Möglichkeit, benötige so wenig Software wie möglich, um deine Software laufen zu lassen. Das ist ein Docker Best Practice. Im Docker kann man oder im Java kann man das OpenJDK Airtime Image, die offiziellen, benutzen. Und wenn du die jetzt runterlädst, dann kommen die ohne Verwundbarkeiten. Ein kleines Problem mit den Scannern, die ich benutzt habe, Zeug wie CrawlVM, die haben keine Container oder Sachen, die Google anbietet, Chip, falls du es kennst. Es macht dynamisch Container. Das sind nicht wirklich Container im Docker-Sinn. Also kann der Scanner die nicht wirklich durchsuchen. Ich denke, das sind Projekte, wo man bei den oder bei der Pflege darauf achten muss, dass man die Verwundbarkeiten findet und löst. Aber es ist natürlich auch leichter, die Sachen zu anzugehen, weil man die Systeme einfach wöchentlich, stündlich aktualisieren könnte. Okay, wir sind am Ende der Zeit angekommen. Vielen Dank für deinen Vortrag.